Das Pedalo ist Teil der gesamten Begabten- und Begabungsförderung von EBICON. Sie ist gegliedert in drei Teile, und zwar die gängigen Angebote von einer Klasse überspringen oder der Besuch verschiedener Fächer in der nächsthöheren Klasse oder allenfalls vielleicht sogar in zwei Klassen höher. Der zweite Teil, das ist die integrierte Begabten- und Begabungsförderung. Hier hat EBICON für jedes seiner fünf Schulhäuser Ressourcenkisten gesprochen, welche in der nächsten Zeit installiert werden, zum Teil schon bestehen. Sie sollen den Lehrpersonen helfen, integrierte Förderung während der Unterrichtszeit zu gestalten. Der dritte Teil ist das Pull-out-Pedalo. Das Pedalo ist ein Gruppenangebot und besteht seit dem Jahr 2003. Hier kommen Kinder mit besonderen Fähigkeiten in einer Gruppe zusammen und sie sind auch fähig, einen halben Tag ihrer Klasse fernzubleiben und den Unterrichtsstoff ohne große Probleme nachzuholen. Hier im Pedalo arbeiten sie an Projekten. Sie wählen ein Projekt aus, das ihren Neigungen entspricht. Sie erstellen eine Projektplanung. Sie gestalten das Projekt nach eigenen Vorstellungen und Absprachen. Das kann ein Sachheft sein, das kann eine Webseite sein, das kann auch ein Produkt sein, das hergestellt wird, zum Beispiel aus Papiermasche oder auch etwas ganz anderes. Also die Kinder sind hier sehr frei in der Gestaltung ihrer Projekte. Wir haben eine große Liste von Formen, die wir vorgeben. Das Pedalo hat folgende Tagesstruktur. Wir beginnen mit einer Einstiegsrunde. Das kann eine philosophische Frage sein, es kann ein Spiel sein, es kann ein Rätsel sein. Meistens gestalten die Kinder die Einstiegsrunde, hier und da auch die Lehrpersonen. Anschließend, nach der Einstiegsrunde, wird individuell an den Projekten gearbeitet. Wenn die Projekte fertig sind, werden diese einem geeigneten Publikum präsentiert. Auch die Projektpräsentation wird vorbereitet. Wir haben hier Vorlagen und die Kinder versuchen, ihr Projekt nochmals in eine neue Form zu bringen, um das Produkt wirklich einem Publikum präsentieren zu können. Die Erfahrungen eines Pedalo-Halbtages werden jedes Mal am Schluss des Pedalos im Pedalo-Buch festgehalten. Das Pedalo ist eine Art Lerntagebuch oder ein Portfolioinstrument. Zum Schluss des Pedalos treffen wir uns noch einmal im Kreis und es gibt nochmals eine Frage oder ein Rätsel zu lösen, bevor wir uns dann wieder für eine Woche trennen. Ich habe den Computer als Arbeitsmittel sehr schätzen gelernt. Es ist ein Mittel, er soll nicht Mittelpunkt sein und er soll nicht einzige Möglichkeit sein. Im Pedalo erlebe ich immer wieder, wie plötzlich mehrere Kinder am Computer arbeiten wollen, vor allem wenn vielleicht eine neue Lernsoftware eingeführt wurde oder wenn es etwas ganz Interessantes Neues zu machen gibt. Was auch sehr beliebt ist bei uns im Pedalo, sind diese Sachhefte. Und da brauchen wir natürlich wirklich den Computer zum Schreiben, für die Bilder, zur Gestaltung des gesamten Projekts. Dann stelle ich aber auch wieder Phasen fest, wo plötzlich der Computer in den Hintergrund rückt und ganz andere Dinge gefragt sind. Da werden wieder Bücher angeschaut, da wird gezeichnet und gemalt und geknetet. Und es wird mit Papiermaschee und Draht und allen möglichen Dingen gearbeitet. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass es sich so die Waage hält. In der Pause gibt es oft so die Fragen nach Computerspielen. Es ist bei uns sehr dosiert möglich, aber nur Spiele, die ich kenne und die auch wirklich erlaubt sind hier im Pedalo. Grundsätzlich werden die Schülerinnen und Schüler in ihren Klassen im Computereinsatz unterrichtet und gefördert. Was sie hier machen, das ist oft, was sie von zu Hause mitbringen oder was sie mich fragen und ich ihnen gleich erklären kann.
Die Schülerinnen und Schüler in Pedalo, die haben eine gute Auffassungsgabe und sind meist dem ICT-Lehrplan voraus. Also es gibt bereits Kinder in der ersten Klasse, welche Texte verfassen können, welche schon Bilder suchen können, Bilder einfügen können. Und das gibt ihnen dann die Möglichkeit zu reiferen Projekten als Kinder aus ihrer Altersgruppe. Der Unterschied zwischen Mädchen und Knaben fällt mir hier im Pedalo nicht so sehr auf. Manchmal braucht es Unterstützung oder einen Hinweis, dass man diese Arbeit vielleicht besser am Computer machen würde oder könnte. Dann sind die Mädchen aber sehr bereit. Ich habe aber auch Mädchen, die wirklich sehr gerne am Computer arbeiten. Und ich habe Mädchen, die vermehrt zeichnen und sonst gestalterisch tätig sind. Der Kanton Luzern hat Kantonslizenzen für Software gelöst. Es ist ein ganzes Paket, das wir verwenden können, wobei ich hier im Pedalo eigentlich sehr sporadisch mit Lernsoftware arbeite, vor allem mit AnyPaint, und hier und da auch nehme ich andere Dinge aus dem Lernsoftware-Bereich. Aber da der Unterricht ein ganz anderer ist, eignet sich nicht alles gleichermaßen.